Aeroflot hat Flugzeuge gekauft von ihren Leasinggebern, damit sie wieder in andere Länder fliegen können damit. Die Maskenpflicht, da haben wir eine kleine Aufklärung heute. Was gilt eigentlich? Weil die EU hat ja gesagt, Maskenpflicht ist nicht mehr, aber in Deutschland sehr wohl. Dann als weiteres Thema, 787 Dreamliner, hast du Punkt, Punkt, Punkt am Fuß, hast du Punkt, Punkt, Punkt am Fuß. Also insofern, da gibt es weitere Probleme. Dann haben wir nochmal ein Thema für die Airbnb-Leute. Da gibt es auch eine neue von Airbnb. Aber lass uns auf diese Versicherung gleich nochmal eingehen. Geht los. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ganz wichtig an dieser Stelle, wie immer, der Abonnierbefehl. Macht die Glocke an, kommentiert unten. Danke dafür, dass ihr kommentiert habt, so zahlreich und auch interessante Kommentare, wo ihr uns auch, sagen wir mal, korrigiert bzw. auch Missverständnisse ausräumen könnt. Vistara, natürlich, da kann man meist immer mal sammeln, aber sie sind halt kein Starlines-Partner im klassischen Sinne. Dann, was wollte ich noch erzählen? Like da lassen, so war's. Das erste Thema. 8 Airbus A330 sind von der Aeroflot gekauft worden. Das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen problematisch. Warum? Ganz einfach, weil wir doch keinen Handel treiben dürfen. Hat Airbus nicht auch irgendwie Flugzeuge 350er von Aeroflot, die nicht ausgeliefert werden konnten, weil sie nicht umgeschrieben werden konnten? Warum können sie dann aus den Leasingverträgen was machen? Ja, und genauso ist das. Also man hat 8 330er Airbusse gekauft und es sind natürlich hunderte Flugzeuge, die da betroffen sind. Aber diese 8 Flugzeuge hebeln in einer Art und Weise die Sanktionen aus, denn die Leasingverträge können gegen Cash umgewandelt werden, also wenn die Flugzeuge rausgekauft werden. Warum? Ganz einfach, dass man da dann halt für die Leasingfirma aber dann die Vorteile hat. Das ist halt der Grund, warum man das macht. Und die Sanktionsverordnung hat ja auch gesagt, die Übertragung des Eigentums an dem Luftfahrzeug nach vollständiger Begleichung der Leasingverbindlichkeiten. Und das ist, wenn man zahlt. Also ganz, ganz wichtig. Es ist auch ganz wichtig, dass man halt wirklich alle Leasingraten bezahlt. Also nicht den Restwert der Bude, sondern die Leasingrate. Und diese Ausnahmeregelung gilt natürlich auch für beide Parteien, ist ganz klar. So sichert man sich halt Vermögenswerte und 8 Stück sind natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil es wirklich hunderte von Flugzeugen betrifft. Man kann natürlich auch überlegen, warum machen sie es? Ganz einfach, damit sie wieder in die Türkei, Malediven und sowas anfliegen können, wo der Luftraum nicht gesperrt ist. Aber trotzdem, wenn ein Flugzeug, was jemand anderem gehört, also in der Leasingfirma, die Leasingrate nicht bezahlt werden kann, dann könnte die Maschine beschlagnahmt werden. Und um dem zu entgehen, hat man halt einfach bei Aeroflot dieses gemacht. Finde ich clever. Ob das jetzt so im Sinne des Erfinders war, weiß ich nicht. Aber ihr könnt ja mal unten schreiben, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt und inwieweit ihr sagt, ist halt so. Das Thema, was auch ist halt so ist, ist Boeing 787 Dreamliner. Das Flugzeug ist ein Riesenproblem. In den vergangenen 2 Jahren hat man kaum 787er Flugzeuge ausgeliefert. Warum? Weil es halt Probleme gab mit Qualität und so weiter. Die Fehlerliste ist halt wirklich lang. Da gibt es vergessenes Werkzeug. Ich will da gar nicht anfangen, runterzurechnen und erzählen. Also insofern, da hat jetzt der Boeing-Chef Dave Calhoun gesagt, dass man am 27. April einen sehr wichtigen Schritt gehabt hat. Das hat er gegenüber den Investoren gesagt. Aber das Problem ist, die FAA sagt, nö, man hat noch Fragen. Ja, und das ist halt das Problem. Man hat da bei der Seattle Times Ende 2021 ein FAA-Memo, also ein internes Memo, was vielleicht ein bisschen Brisanz dann hat, wenn man sich das anguckt, weil man da sagt, dass diese Faserverbundstoffe, die von Mitsubishi Heavy Industries gemacht werden, da gibt es ein Problem. Und zwar an den verklebten CFK-Teilen soll die Verbindungsfestigkeit dadurch nicht uneingeschränkt gewährleistet sein, weil man halt da auf diese verklebten Teile bei den Faserverbundstoffen beim Druck halt nicht aufgepasst hat und kontaminiert hat.
Ganz einfach. Und das ist halt ein Problem. Das ist irgendwas, ist ein Fass ohne Boden. Ich finde natürlich auf der einen Seite das sehr, sehr wichtig, dass die FAA hart durchgreift, weil man ja vorher schlubelig war bei der ganzen Sache und man ehrlicherweise auch sagen muss, man hat zu viel der Boeing Freiraum gelassen. Ich weiß auch gar nicht, wie das bei der Airbus ist. Ich glaube, die Airbus kann sich nicht wirklich selbst zertifizieren. Und man hat halt auch bei der Boeing das Recht dann einfach zu weit gedehnt. Und deshalb muss man jetzt da ganz einfach leiden, ganz genau. Was natürlich interessant ist, ist, dass man also jetzt 11 Jahre nach der Markteinführung da natürlich auch noch Probleme sieht. Also finde ich spannend, aber das Flugzeug fliegt 11 Jahre, das müssen wir uns einfach mal im Kopf vorstellen. Für mich ist das irgendwie so die 787, das Flugzeug da, aber 11 Jahre schon, also finde ich krass. Also ist für mich ist das sehr viel. Aber auch hier wieder kommentiert unten und sagt, was ihr dazu haltet. Oder ob ihr einfach sagt, naja, die kriegen das schon wieder hin in Seattle und da passiert jetzt was. Ein Thema, was ganz wichtig ist, ist die Maskenpflicht. Die Maskenpflicht ist ja irgendwie dem Anschein nach wirklich verwirrend. Mit AirBaltic zum Beispiel, wenn ich von Riga komme oder wenn ich mit Finnair komme, Maskenpflicht nach Deutschland ist keine mehr. Auch nicht aus Deutschland raus. Das heißt also, man muss da quasi keine Maske tragen. Bei Lufthansa sieht das anders aus. Mit Lufthansa, wenn ich jetzt nach Deutschland fliege für den Stammtisch, und das ist ganz, ganz wichtig, wir haben einen Stammtisch. Und zwar der Stammtisch ist am diesen Donnerstag, heute haben wir den 16. Mai, das heißt also in 3 Tagen, am 19. Mai um 18.30 Uhr im Grand Hyatt. Also einfach zum Stammtisch kommen. Und wir haben noch einen zweiten Stammtisch, den ich verkünden kann. Das wäre Freitag. Freitag haben wir keinen. Wir haben am Sonntag den Stammtisch. Da muss ich mich wieder konzentrieren, Augen schließen und dann wieder den Film fahren lassen. Also am Sonntagabend um 18 Uhr im Hyatt Place in Frankfurt. Sonntagabend, diesen Sonntag, heißt also, wir haben dann, was haben wir denn heute? Wir haben heute den 16., 15., 22. Also am 22. Mai. Schreibt unten, wenn er kommt, oder schickt mir eine Nachricht, damit ich weiß, dass er kommt. Ja, also mit der Maskenpflicht, um damit weiterzumachen, ist halt einfach so, dass sie natürlich vor der Corona-Ansteckung schützt. FFP2, FFP3, wir hatten da ja drunter auch einige Diskussionen oder einige Punkte, wo Leute gesagt haben, ja, FFP3, aber wir würden damit sitzen. Klar, logisch. Aber obwohl die EASA und die ECDC, die European Center of Disease Control, obwohl die sagen, ist nicht mehr ab heute, Deutschland besteht drauf bei Flügen von Deutschland, aber auch nach Deutschland und grundsätzlich bei jeder Fluggesellschaft. Also das heißt, ich bin mal gespannt, was passiert, obwohl das Infektionsschutzgesetz bis zum 23. September noch gilt. Andere haben dann geschrieben, naja gut, wenn es bis September ist, dann kommt das ja weiter bis März, weil da kommen wir von der Maskenpflicht nicht los. Kann ich nicht beurteilen, aber wie gesagt, so ist die Gesetzeslage, deshalb Masken. Und auch wenn der Bundesverkehrsminister Volker Wissing gesagt hat, Maske für ihn macht keinen Sinn mehr, beziehungsweise er möchte das abschaffen, um es so zu konkretisieren, tragt sie im Flugzeug, wenn das so aufgefordert werden, das Personal, die Flugbegleiterinnen, Flugbegleiter, die können alle nichts dafür, die sind einfach nur ausführend. Was da passiert, ist dann halt so. Also schauen wir einfach mal. Nichtsdestotrotz geht es weiter mit dem Thema, und zwar Airbnb. Ich bin persönlich kein großer Freund von Airbnb. Ich weiß nicht, seid ihr Freund von Airbnb? Dann schreibt es unten rein, warum ihr zu Airbnb geht. Ich kann euch sagen, warum ich Airbnb nicht mache. Airbnb ist für mich etwas, wo ich, ja, ich schwanke. Und zwar, das Problem ist, wenn ich in ein Hotel gehe, dann weiß ich, was ich erwarte. Ich weiß, was ich bekomme und ich weiß auch im Zweifelsfall, wenn es nicht passt, wird es passend gemacht. Bei Airbnb ist es so, da ist es Hit and Miss. Du hast halt zwar die Reviews und alles, aber schwierig. Also ich empfinde es als schwierig persönlich. Ist vielleicht auch etwas meinem Status Affinität, um es mal so zu formulieren, geschuldet. Heißt also, dadurch, dass ich statusaffin bin, ist es natürlich so, dass ich bei Airbnb keinen Status bekommen kann. Vielleicht gehe ich deshalb da nicht hin. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, also ich finde halt im Hotel den Vorteil, du kannst auch ins Swimmingpool gehen. Jetzt zum Beispiel, wenn wir einen Stammtisch in Berlin haben, bin ich im Grand Hyatt. Im Grand Hyatt haben wir Swimmingpool oben, Sauna oben, auf dem Dach super gelegen, also in meinen Augen, weil man wirklich den Blick hat, wenn man aus der Sauna kommt. Also ich finde es sehr, sehr toll.
Aber ihr könnt ja auch unten schreiben, warum ihr Airbnb mögt. Jetzt einfach nochmal zu dem Thema. Und zwar gibt der Brian Chesky, das ist der CEO und Co-Founder von Airbnb, ein Versprechen ab. Und er sagt, wenn man gebucht hat und es kurzfristig zu einer Stornierung der Unterkunft kommt, versucht Airbnb, euch eine gleichwertige oder höherwertige Unterkunft zu bringen. Und dann, sollte es nicht klappen, erstattet man euch das Geld. So, und jetzt kommt der Punkt. Und das ist das, was ich denke. Warum ist das ein teurer Spaß? Oder warum kann das etwas sein, was Geld kostet? Es ist einfach etwas, was, wie soll ich sagen? Es ist einfach so, dass, jetzt stell dir mal vor, was ist denn der Ursprung, warum ihr eine Unterkunft nehmt? Das ist bei mir genau das Gleiche mit dem Hotel. Wenn ich ein Hotel wähle, wähle ich das ja aus verschiedensten Gründen. Entweder weil ich das Frühstück geil finde oder weil die Location geil ist und, und. Bei Airbnb ist das ja genauso. Da geht es sich ja nicht nur darum, wie viel Zimmer das Ding hat oder aber auch, ob das einen Pool hat, nicht einen Pool hat, eine Sauna hat oder so, die ganzen Zutaten. Und dann habt ihr am Ende etwas, wo die sagen, das ist gleichwertig. Aber weiß man wirklich, ob es gleichwertig oder höherwertig ist, weil man ja mit anderen Prämissen reingegangen ist. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist natürlich, wenn so ein Airbnb-Ding storniert wird, hat das ja meistens einen Grund. Entweder er kriegt einen höheren Preis, wenn er es anders vermietet, zum Beispiel. Aber das heißt dann auch, dass das dann in einer Art und Weise so ist, dass die drumliegenden Airbnbs wahrscheinlich auch voll sind. Das heißt also, du stehst am Ende ohne Bude da, hast das Geld zurückbekommen, aber du kannst dann wahrscheinlich nur in ein Hotel gehen, was wesentlich teurer ist. Also insofern Arschrad gezogen. Im Hotel ist es dann so, da wenn du ein Walkout hast, da gibt es Regeln. Marriott hat Regeln, Hyatt hat Regeln. Also alle Hotelketten haben Regeln, wenn sie ein Walkout machen. Das andere Thema ist natürlich, und das ist ganz, ganz wichtig, mir als World of Hyatt Globalist oder als Diamond bei Hilton oder welchen Status ich auch immer habe, der hat mich einfach davor bewahrt, dass ich rausgeflogen bin. Ich habe es bis jetzt wirklich noch nie erlebt, dass ich bei einem Hotelkette, wo ich wirklich loyal war und auch einen der höchsten Status habe, die es gibt, immer bei der Hotelkette, ein Walkout hatte, so heißt der Fachbegriff. Also insofern, deshalb ist das für mich schwierig. Schreibt unten, ob ihr Airbnb-Fans seid, wie ich das euch schon gesagt habe, aber schreibt auch unten, ob ihr sagt, dass es eine Regelung gibt, euch Frieden, oder ist es eine, im Englischen heißt ja Peace of Mind, oder ist das eine Regelung, wo ihr sagt, ja, kann teuer werden, kann Boomerang sein. Also insofern, kommentiert. Ja, wir gehen heute von einem Thema zum nächsten, sind auch schon wieder knapp über 10 Minuten. Deshalb habe ich noch ein Thema für euch. Und zwar, es gibt natürlich die Marriott Bonvoy Bonus Offer. Das ist eine Offer, die ist targeted. Die könnt ihr, wenn ihr in diesem Promotion Center, also in diesem Bonvoy Backend, hätte ich fast gesagt, in eurem Punktekonto geht, da gibt es ja die ganzen Bonvoy Promotions aufgelistet. Und die gab es früher ja zum Beispiel von Starwood. Da gab es dann immer, und das ist das Spannende, jeder kriegt was anderes. Und ihr werdet eingeladen. Die gilt auch nicht für jeden. Nach welchen Kriterien das geht, warum, wer, welche Promotion kriegt, kann ich euch nicht sagen. Ich selber als Titanium Lifetime, ich erwarte immer sehr schlechte Promotions. Aber naja, wie dem auch sei. Es gibt zum Beispiel diese Double-Up-Promotion. Heißt also zum Beispiel, dass man bei der Promotion doppelte Meilen bekommt, wenn man am Wochenende übernachtet, zum Beispiel. Dann als nächste Promotion, die habe ich zum Beispiel bekommen, das ist die gucke ich auch direkt an. Man muss sich übrigens anmelden, registern, wie das so schön heißt im Englischen. Die geht vom 9. Mai bis zum 9. August. Juni, Juli, August, 3 Monate. Macht Sinn. Also haben wir 90 Tage Zeit. Und ich müsste zum Beispiel 8.000 Punkte mit 3 Nächten erschlafen. Für die erste Nacht würde ich 3.000 Punkte kriegen, für die nächste 1.000 und für die nächste würde ich 4.000 Punkte kriegen. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so prickelnd ist. Aber ich habe mich mal angemeldet. Man nimmt die halt einfach mit, wenn man sie bekommen kann. Schaut doch einfach mal nach bei euch im Marriott Bonvoy Konto, welche Promotion ihr bekommen habt. Kommentiert unten, welche Promotion von euch ist oder für euch ist. Würde mich freuen, davon zu hören, und dann können wir mal gucken, ob nicht welche besser oder geiler sind. Es gibt dann zum Beispiel noch andere Promotions. Hier hat jetzt zum Beispiel jemand eine Promotion. Wo ist denn das? Was hat er denn gehabt? Moment, muss ich mal kurz gucken.
hier jemand für 4.500 Punkte für zwei Aufenthalte, das ist ja noch schlechter als bei mir, 1.500 für den ersten, 3.000 für den zweiten. Dann, wie war das denn? Da hat er gar nichts gekriegt. Ja, also wie gesagt, da könnt ihr ja einfach unten kommentieren. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. In der heutigen Folge habe ich euch natürlich ein paar geile Themen gebracht. Deshalb kommentiert, kommentiert, kommentiert. Lasst uns ein Like da und vor allem abonniert den Kanal, macht die Glocke an und kommt zum Stammtisch. Ich muss morgen den Stammtisch früher in einem Video promoten. Ich weiß gar nicht, aber ich werde es nochmal in den Text reinschreiben, dass wir Stammtisch haben. Also, danke, dass ihr heute dabei wart und bis morgen zur nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV. Take off. Bis dann. Ciao. So, wo ist denn jetzt der Knopf hier? Ah, hier.